Willkommen zum Git-Einsteiger-Workshop. Wir werden da nicht viele Folien oder so haben, also das meiste werde ich einfach vorzeigen. Also nur so als kurzer Überblick, was ich mir gedacht habe, dass ich vorzeige. Bin ich über Feedback freue ich mich natürlich, wenn man irgendwas, wenn jemand was Bestimmtes einfach ausprobieren möchte oder sehen möchte oder Frage hat, dann können wir das auf jeden Fall machen. Ich glaube, so viel Zeit haben wir auf jeden Fall. Gut, also die generelle Überblick ist eben, quasi was es gibt, dann wie fangen wir an, wie legen wir ein Projekt an und unter quasi so, was von Git verwaltet wird, dann einfach generell, welche Befehle und so weiter haben wir, welche Vorgänge stehen uns zur Verfügung, eben um Dateien, mit Dateien zu arbeiten, um Änderungen von Dateien zu verwalten und so weiter. Dann quasi arbeiten mit Zweigen, finde ich eine der wichtigsten Features überhaupt, wenn man mit Git arbeitet. Und generell halt dann, was ist quasi, wir waren, also das, wo wir starten wir quasi mit unserem eigenen, also für uns alleine, von unserem Projekt. Und theoretisch, wie kann man quasi Git so aufsetzen, dass man halt mit mehreren Leuten sagen, am selben Projekt arbeiten kann? Welche Möglichkeiten hat man da? So generell, was ist Git? Wer arbeitet grundsätzlich mit Versionskontrolle von euch? Okay. Ja. Also generell die Idee ist, dass wir haben in irgendeiner Form Dateien in einem Projekt und wir hätten jetzt gerne sozusagen verschiedene Versionen dieser Dateien sozusagen wieder verfügbar. Also die ist ein bisschen sowas wie quasi gezieltes Backup sozusagen. Jede Version, die wir mal haben, möchten wir sagen, ja, wiederherstellen können, beziehungsweise wir möchten gerne Änderungen zwischen Versionen anzeigen können und so weiter. Und Versionskontrollsysteme machen das. Kommt halt hauptsächlich jetzt in der Softwareentwicklung vor, um quasi während der Entwicklung nicht permanent sozusagen mit einer Datei zu arbeiten, die zu ändern, um sich nur auf das Undo quasi des Editors oder der Entwicklungsumgebung zu verlassen. Also quasi Versionskontrolle ist sowas wie quasi grobes Undo, grobes Rückgängigmachen von Änderungen. Man kann damit quasi Sachen ausprobieren oder experimentieren und man kann immer zu einer Version zurückkehren, von der man weiß, sie funktioniert. Oder man hat eben, also wenn man später noch gesehen, Entwicklungszweige, das heißt, ich habe einen Softwarestand und fange dann an, parallel dazu quasi Features hinzuzufügen oder Bugs zu fixen und dann wie kann ich das quasi wieder zurückführen und so weiter. Der Punkt hier bei dezentral ist so, es gibt also traditionelle Versionskontrollsysteme wie CVS oder Subversion sind sagen, zentral, das heißt, es gibt irgendwo einen Server, der Server hält quasi den Hauptstand, das sogenannte Repository, und als Entwickler quasi holt man sich dann immer einen dieser Zustände vom Repository. Also man holt das Checkout, ich hole mir quasi eine Version lokal zu mir vom Server, arbeite mit der und übergib Änderungen wieder zurück an den Server. Das ist an sich sehr praktisch. Man hat einen Server aufgesetzt, man hat wenig Softwareaufwand auf der Client-Seite. Das Problem natürlich dabei ist, es funktioniert nicht, wenn man offline ist. Und das bedeutet auch, dass gewisse Features eben immer den Server brauchen. Also ich habe dann immer quasi Delay zwischen mir und dem Server, weil ich quasi ein Kommando an den Server schicken muss und der muss mir das Resultat zurückschicken. Daraufhin sind sogenannte dezentrale Versionskontrollsysteme implementiert worden, unter anderem Git oder Mercurial. Da ist quasi die Idee, dass auf der Entwicklermaschine das gesamte Repository vorhanden ist. Ich habe quasi immer noch meine Arbeitskopie, mit der ich arbeite, aber ich habe quasi gleichzeitig alle Daten, also alle Versionen auch bei mir am Rechner. Das hat den Vorteil, dass ich erstmal völlig offline arbeiten kann und es gibt jetzt theoretisch kein Master-Repository in dem Sinne, also kein offizielles, sondern jedes hat alle Änderungen, die halt seit dem letzten Synchronisationspunkt halt quasi gemacht wurden. Die Sache so, sehr oft hat man trotzdem ein zentrales Repository. Also quasi wenn man üblicherweise in einer Firma oder in einem größeren Open-Source-Projekt so arbeitet, gibt es meistens trotzdem so ein offizielles Repository auf einem Server, das quasi sozusagen der offizielle Stand ist. Aber alle Entwickler haben sozusagen ihre Kopie, ihren sogenannten Klon dieses Repositories und haben quasi alle Features zur Verfügung.
Das speziell merkt man das bei Git. Bei Git gibt es quasi wirklich die ganzen Sachen, die man machen kann, eben speziell Entwicklungszweige und so. Das ist lokal, steht das zur Verfügung. Die Mächtigkeit von Git kommt eben aus dieser Dezentralisierung, weil ich lokal eben alle Operationen machen kann. Generell ist es so, also als ich damit umgestiegen bin von Subversion auf Git, habe ich Git jetzt nicht so gemacht. Git war quasi sehr viele sehr viel vom Vokabular, das man gelernt hat mit Subversion, ist nicht direkt übertragbar. Die Befehle heißen entweder anders oder machen nicht das, was sie bei Subversion machen. Das heißt, man hat dann diese Umstellungshürde und natürlich quasi ist das immer etwas, mit dem man nicht so gerne konfrontiert ist. Und man sieht am Anfang auch nicht die Notwendigkeit dafür. Es ist erst, wenn man merkt, dass man jetzt auf einmal ganz einen anderen Workflow machen kann, merkt man eigentlich, wie schön das ist, dass man eben quasi mit seinem völlig eigenen Repository arbeitet. Spezielles Arbeiten mit Zweigen, also Branches, das ist quasi, geht natürlich in Subversion oder so, aber das ist quasi immer Server-Feature. Das heißt, ich kann nicht einfach ganz schnell einen lokalen Branch anlegen, mit dem arbeiten und das kann ich mit Git. Das werde ich auch zeigen, das ist quasi, finde ich, quasi das Selling-Feature schlechthin von Git. Ja. Git ist ursprünglich entwickelt worden von den Linux-Kernel-Entwicklern für die Linux-Kernel-Entwicklung und ist jetzt aber halt sehr breit verfügbar. Es gibt quasi halt Git in der Implementierung für so gut wie jede Plattform, also Windows, macOS, Linux und so weiter. Gibt mittlerweile nicht nur die Kommandozeilen quasi Interface dazu, sondern auch jede Menge grafische Tools. Ich werde mich da jetzt in dem Workshop hauptsächlich mit dem Kommandozeilen Interface beschäftigen, einfach weil man da die Befehle am schönsten sieht und man kann sie auch so irgendwo quasi schön sich wo speichern, einfach in der Textdatei kopieren oder so. Ja, generell Git, wie gesagt, kommt aus der Linux-Kernel-Entwicklung. Der Linux-Kernel-Entwicklung ist durchaus ein größeres Softwareprojekt, sowohl in der Anzahl der Codezeilen, die im Linux-Kernel drinnen sind, als auch in der Anzahl der Leute, die daran arbeiten. Also arbeiten mehrere hundert Leute immer parallel am Linux-Kernel, an verschiedensten Versionen und so weiter. Aber das ist quasi Git ist quasi für alle möglichen quasi Projekt- und Teamgrößen geeignet. Also es hat jetzt in letzter Zeit, Git war am Anfang halt quasi hauptsächlich jetzt auf der Linux-Seite, speziell deswegen, weil halt auf anderen Plattformen die Tools nicht so gut waren. Also die Interfaces, aber das hat sich geändert. Es ist irgendwann mal dann, wahrscheinlich war das 2012 oder so, oder in der Richtung, hat dann Microsoft quasi das Backend von Team Foundation Server, das ist so ihr Versionskontrollsystem, umgestellt auf Git und mittlerweile wird auch der Windows-Kernel oder der Windows-Source-Code in Git verwaltet. Also quasi, die haben da schon mehrere Patches quasi beigetragen zu Git. Oder eben zur Git-Spezifikation auch, weil sie natürlich ganz andere, weil sie ebenfalls große Anforderungen an die Technologie haben. Ja. Also ist quasi, würde ich mal sagen, bei Softwareentwicklung momentan sowas wie de facto Standard. Es gibt natürlich schon noch sehr viele Benutzer von Subversion oder auch anderen Systeme wie Mercurial, aber eben speziell diese Online-Hosting-Plattformen, diese Code-Kollaborations-Systeme wie GitHub oder so, die haben natürlich weiterhin Git gepusht, ja, quasi, weil einfach quasi sehr viel eben gemeinsame Entwicklung, speziell im Open-Source- oder Free-Software-Bereich, passiert quasi mit Git. Also abgesehen von Linux-Kernel, große Projekte wie GNOME oder KDE benutzen auch alle Git als ihr quasi Versionskontrollsystem. Gibt es weitere Fragen zum allgemeinen Background von Git? Sehr gut. Okay. Ja. Dazu kommen wir noch. Also, wie gesagt, unser erster Punkt ist, wie beginne ich quasi ein Projekt mit Git zu verwalten? Werden wir die Schrift raus ein bisschen größer machen. Okay. Also, wie gesagt habe, eines der Features, die ich super gut finde, die sich quasi als dieses implizites Feature von diesem dezentralen System ist, ich brauche keinen speziellen Server, um Git zu benutzen. Das heißt, ich brauche nicht irgendwo noch extra Software zu installieren. Ich muss nicht irgendwo einen Port freigeben oder sonst irgendwas. Git kann ich einfach, indem ich einfach ein ganz normales Kommando mache, ein einfaches Kommando, kann ich einfach quasi Git
ein Projekt unter Git-Verwaltung liegen. Machen wir einfach mal ein Verzeichnis. Sagen wir mal GLT-Workshop. Nur wenn ich ein Basisverzeichnis habe. Okay, das wäre jetzt irgendwo mein Verzeichnis auf meinem Computer, wo ich meine Projekte reingebe, mein Projektwurzelverzeichnis, und das Projekt, an dem ich jetzt heute arbeite, das nenne ich einfach Git Workshop. Also ich habe jetzt ganz einfach mal ein Verzeichnis dafür angelegt. Das ist ein leeres Verzeichnis. Okay. So, wie gesagt, um ein Git-Repository zu initialisieren, ja, brauche ich nur einen Befehl. Ja, git init Punkt. Punkt, das aktuelle Verzeichnis. Bitte das aktuelle Verzeichnis unter Version quasi als Projektverzeichnis betrachten. Man sieht auch, er hat ausgegeben, initialized empty git repository in home training glt workshop git workshop Punkt git. Also man sieht, dass er hat ein Unterverzeichnis Punkt git hier hinzugefügt Punkt git. In diesem Unterverzeichnis befinden sich quasi alle Dateien, die git selbst braucht. Das sind quasi, also ich sag mal, die git Versionsverwaltungsdatenbank sozusagen. Im Verzeichnis selbst, deswegen, also ist es, weil unter Linux sind alle Verzeichnisse, die mit Punkt anfangen, eben üblicherweise versteckt. Also das ist quasi ein verstecktes Unterverzeichnis, damit man da nicht quasi verwirrt wird. Ich kann jetzt in diesem Verzeichnis oder im beliebigen Unterverzeichnis quasi Dateien hinzufügen, eben zu diesem Git-Repository, und das Git speichert dann die entsprechenden Metainformationen so in diesem Punkt-Git-Verzeichnis. Um das muss ich mich aber überhaupt nicht kümmern. Generell, man sieht, Git folgt immer diese Git-Kommandos, wie ich da oben habe, beim Git-Init. Man sieht immer, das folgt immer demselben Muster. Es ist immer Git, quasi das Basiskommando, dann kommt das eigentliche Kommando, das ich machen möchte, also quasi das erste ist nur, um zu sagen, okay, jetzt arbeite ich mit Git, und das zweite ist dann das Kommando an Git. In dem Fall war es init, also initialisieren, und dieses Kommando hat dann einfach kann verschiedene weitere Parameter brauchen. Bei git init ist eben einer der Parameter, die gebraucht werden, das Verzeichnis, in dem das git Repository initialisiert werden soll. Man kann sich da auch auf der Kommandozeile etwas Hilfe geben lassen. Git help, also das Hauptkommando gefolgt von help, gibt mir alle quasi derzeit bekannten Subkommandos aus. Wenn ich das Subkommando wähle und anschließend help mache, ja, das hat es jetzt dumm. Bei help geht es offensichtlich nicht. Okay, git add help. Oh, okay. Minus minus help. Okay, also git das Kommando und minus minus help gibt mir dann die Hilfe des jeweiligen Kommandos. Wie gesagt, das ist mehr so theoretisch, in den meisten Fällen würde ich sagen, googelt man nach den Kommandos oder so weiter, also quasi es ist nur theoretisch, hat eingebaute Hilfe, man hat natürlich auch Manpages unter Linux. Das generell einfach der Aufbau des Kommandos, das immer git, dann quasi das Subkommando und dessen Parameter. Die Art und Weise, wie das gelöst ist, man kann sich ein bisschen vorstellen wie Plugins. Also es gibt Git, ist immer das Basis quasi, die Basisanwendung, die ausgeführt wird, und die Subkommandos sind quasi so wie Plugins. Deswegen gibt es durchaus Sachen, die quasi hinzugefügt werden können, hinzuinstalliert werden können. Eins von diesen Kommandos, die sagen, können gerne hinzugefügt werden für Leute, die mit einem Subversion-Server arbeiten, also mit SVN, ist Git SVN. Damit kann ich einen Branch aus dem Subversion-Server in ein lokales Git-Verzeichnis auschecken und dann lokal mit einer Mächtigkeit von Git arbeiten, aber quasi noch immer alle Änderungen, die ich quasi im Hauptrepository haben will, kann ich wieder zurückschieben auf den Server. Also es ist sehr schön, ich kann quasi mit Git als Frontend von Subversion arbeiten. Wenn ich in meinem so beruflichen Kontext mit einem Kundenprojekt arbeite, wo Subversion eingesetzt, benutze ich fast immer Git SVN als Frontend zum Subversion-Server, um einfach lokal meinen üblichen Git-Workflow machen zu können. Ja.
Gut. Was man hier vielleicht sieht, also ich habe quasi in meinem Z-Shell-Prompt sieht man hier, ich bin in einem Git-Repository im Branch Master, also im Master-Zweig. Ich werde jetzt am Anfang mal keinen Zweig benutzen, aber wir werden dann später sehen, wenn wir Zweige benutzen. Das ist auch einfach hilfreich. Wie gesagt, jeder, der mit einer GUI arbeitet, hat dort durch eine Visualisierung des Baums quasi die Branch-Kommandos erzeugt haben. Fangen wir mal mit etwas Einfachem an. Erzeugen wir uns einmal eine Datei. Nennen wir es einfach mal Git. Speichern meine Datei. Das war ein Workshop, Git Workshop. Und wir nennen es einfach mal jetzt Initialisierung. Text. Ja, aber das ist okay. Schreibe mir einfach quasi so die Doku, schreibe ich mir jetzt quasi einfach mal als Content. Ist immer schwierig bei so einem Workshop ein Programmierbeispiel zu finden, weil natürlich quasi jeder unterschiedliche Programmiersprache benutzt. Deswegen habe ich mir gedacht, wir bleiben bei ganz einfachen Textdateien als quasi Input in unser Repository. Ob jetzt quasi der Text jetzt quasi interpretierbar ist von der Maschine, also Source Code ist oder einfach ganz normaler Text ist quasi menschenverstehbar, ist ja für das Repository egal. Sagen wir, Git Workshop. Initialisierung. Das Kommando ist Git init Verzeichnis. Zum Beispiel Git init Punkt. Das muss nicht ein leeres Verzeichnis sein, das kann man auch machen, wenn das Verzeichnis bereits quasi gefüllt ist. Git init erzeugt lediglich dieses Unterverzeichnis, also macht quasi nur die Kontrollstruktur von Git selbst in das Verzeichnis rein. Aber man kann anfangen und sagen, okay, ich arbeite an irgendwas, an einem super kleinen Testprogramm und kommt dann irgendwann mal drauf, okay, wäre vielleicht cool, wenn ich das jetzt unter Versionskontrolle hätte, kein Problem, einfach ins Verzeichnis rein, sagen Git init in dem Verzeichnis und man kann dann quasi ab dann als Repository damit arbeiten. Okay. So, mit Git Status, das ist ein weiteres quasi Kommando, kann ich mir immer anzeigen lassen, wie quasi die Sicht von Git auf mein Projekt gerade ist. Also hier Git Status sagt mir, wir sind im initialen Commit, das ist quasi noch nichts passiert. Es gibt sogenannte Untracked Files, also das sind Untracked Files, sind Dateien, von denen Git nichts weiß. Also Git, ich habe dem Git noch nicht angewiesen, diese Datei sozusagen unter Versionskontrolle zu nehmen. Das heißt einfach, das ist einfach eine Datei, die ist da. Also Git sieht die Datei, aber hat keine Veranlassung, irgendwas mit dieser Datei zu tun. Also quasi, solange ich Git nicht sage, dass eine Datei zur Version, also in die Versionskontrolle hineingehört, wird sie einfach von Git ignoriert. Sagt er hier eben Untracked Files und ich sehe gerade, nämlich in der Dateiendung vertippt. Ist kein Problem. Und dann sehen wir hier, ja, Git schlägt sogar vor. Also Git ist sehr hilfreich in seinen Ausgaben. Hier sagt use git add und quasi die File oder Files to include in what will be committed. Also er ist da in dem Fall schon sehr hilfreich. Sagt uns schon, was wir machen können. Genau. Dann machen wir das auch. Git add Initialisierungstext. Git Status. Also mit add quasi, mit add weise ich Git an, eine Datei in diesem Moment vorliegenden Version, also in diesem Zustand, in dem sie sich gerade befindet, wenn ich das add ausführe, sozusagen vorzusehen für eine Änderung, sozusagen für eine Änderung im Repository. Es hat noch keine Änderung durchgeführt, also bei Git gibt es einen zweistufigen Vorgang. Zuerst füge ich eine Änderung
quasi zur ganzen Stage hinzu. Das ist ein Zwischenbereich, wo ich sage, ich bereite etwas vor, um dann als Commit in das Git-Repository übertragen zu werden. Also ich mache zuerst ein Add, dann bin ich in dieser Stage-Bereich und dann mache ich ein Commit und dieses Commit geht dann in das Repository. Man sieht das auch, diesen Zwischenzustand. Er sagt jetzt, das ist kein Untracked-File mehr, er sagt jetzt Changes to be committed, also Changes, die committed werden sollen. Also sie sind noch nicht committed, sie sind nur mal quasi hinzugefügt worden. Also um sie zu committen, mache ich Git commit. Git commit. Je nachdem, wie das konfiguriert ist, also würde mein Editor jetzt aufgehen, mein Konsolen-Editor, um meine Commit-Log zu empfangen. Ich kann auch den Commit-Log einfach mit M hier angeben, sagen, erstes Dokument. Okay, ja. Gut. Jetzt hat sich Git aufgeregt. Er will noch kein Commit machen, weil ich hier sozusagen noch keine Konfiguration meines Users habe. Die Idee ist jetzt so, wir wissen, wenn wir Versionskontrolle machen, also speziell natürlich, wenn wir als Team arbeiten, würden wir gerne wissen, wer welche Änderung verursacht hat. Ja? Also quasi, wer welche Änderung für welche Änderung verantwortlich ist. Das wäre jetzt für unser lokales Projekt hier nicht so wichtig, aber natürlich für ein großes Projekt ist es wichtig. Also sagt Git, ich hätte gerne einen Namen und eine E-Mail-Adresse, um diesen quasi Commit zu identifizieren. Gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann das pro Repository machen. Also man sieht hier dieses minus minus global. Ja, wenn ich das weglasse, mache ich diese Konfiguration nur für das aktuelle Projekt. Mit minus minus global mache ich das generell für den User. Also für diesen User, den ich hier konfiguriert habe, quasi kann ich das global machen. Sag so. Git config. Ich mache das mal lokal. User Name, ja. Wenn ich auslesen möchte, was gerade konfiguriert ist, in dem Fall waren beide Felder leer, kann ich einfach dasselbe ohne Parameter machen. Also git config User Name gibt mir den aktuellen Wert aus, der quasi konfiguriert ist. Ach, User-E-Mail. So. Wo ist das Globale gespeichert? Das Globale ist eine gute Frage. Das Globale ist gespeichert in der Datei git-config. Also jetzt habe ich es ja lokal gemacht. Wenn ich es global mache, machen wir das kurz. Git-config global. Und E-Mail haben wir. kevin@linuxtage.at. Dann hat der im Hauptverzeichnis des Users einen Punkt git config angelegt und da stehen die Sachen drinnen. Das ist eine INI-basierte Datei, also man kann die auch mit einem Editor bearbeiten. Man sieht, das, was in der eckigen Klammer ist, ist der erste, also ich habe geschrieben git config, dann user.email, das heißt quasi, man sieht das User, der erste Teil von diesem Parameter nach config ist quasi die Gruppe in dieser INI-Datei und das zweite ist quasi der Eintrag in der Gruppe. Also ich kann das quasi auch mit einem händisch, mit einem Editor editieren oder eben über dieses git config Interface. Wie gesagt, global oder nicht global hängt davon ab. Also üblicherweise hat man natürlich ohnehin quasi, ich habe eine Hauptidentität sozusagen, also der Name ist meistens dasselbe, aber es kann durchaus sein, dass ich abhängig vom Projekt mit einer anderen E-Mail-Adresse drinnen bin. Zum Beispiel, ich bin KDE-Entwickler, wenn ich quasi Commits im KDE Git mache, dann steht natürlich quasi, mein Name ist dasselbe und meine E-Mail-Adresse ist krammer@kde.org. Ja? Wenn ich quasi ein Firmenrepository habe, ist natürlich mein Name immer noch gleich, aber meine E-Mail-Adresse ist kevin.krammer@kde.org.com. Also, und in dem Fall halt meine Linux-Tage-Adresse. Das ist quasi einfach quasi die, deswegen hat man es üblicherweise eine globale Config, aber lokal prozent überschriebene Werte. So, jetzt haben wir die Sachen konfiguriert, die Git von uns wollte da oben. Jetzt können wir das Commit nochmal probieren. Also, Commit, erstes Dokument.
Ha, perfekt. Also, er sagt mir, gibt mir quasi aus, ich habe dieses Commit gemacht, das war mein Commit-Log. Ich habe, der gibt mir das aus, sagt, okay, ich bin am Branch Master, es ist der erste Commit, der Root Commit. Sagt, das ist mein Commit-Log, er sagt, eine Datei wurde geändert, 10 Insertions, also 10 Zeilen hinzugefügt, die Datei, die ich committed habe, hat 10 Zeilen. Und ja, quasi einfach so eine Statusausgabe von Git. Man sieht hier jetzt schon was, das hier, das ist sozusagen die ID des Commits. Das ist quasi ein Hash, also für die Leute, die mit Subversion arbeiten, die wissen, eine Revision in Subversion ist eine Zahl, die einfach hochgezählt wird, eine globale quasi eindeutige ID. Die Art und Weise, wie quasi Git vorgeht, gibt für jeden Zustand unseres Repositories eine ID in Form eines Hashes. Das ist die Kurzform, die kann ich meistens benutzen, um den Commit oder quasi diese Version oder diesen Zustand meines Repositories zu adressieren. Es gibt eine längere, quasi super eindeutige, auf jeden Fall eindeutige ID, die sieht man, wenn man Git Log macht. Also ich mache Git Log, gib mir quasi eine Liste von Sachen, die quasi von Versionen in meinem Repository. Also er sagt mir, okay, der Autor, da kommt die Config zu, spielt da rein, der Autor war Kevin Kramer mit der E-Mail-Adresse, das war das Datum, an dem es passiert ist, das ist das Commit-Log und das ist die vollständige ID dieses Zustandes meines Projekts. Ja? Also diese ID entspricht einem Zustand von meinem gesamten Projektverzeichnis. Ja? Also quasi, in welchem Zustand befanden sich die Dateien, die zu diesem Zeitpunkt quasi existiert haben, in dem Zustand, in dem sie existiert haben. Gut. Wenn ich mir anschauen will, was das war, kann ich sagen git show. Dann zeigt mir quasi, bekomme ich quasi den Inhalt des Commits, der diese Version erzeugt hat. Ich sehe hier, eine Datei wurde hinzugefügt. Das kann ich da sehen, weil quasi, also minus minus ist quasi die Datei davor und plus plus ist die Datei danach. Das heißt, die Datei hat nicht existiert, es ist eine neue Datei und ich habe gesehen, das war ihr Inhalt. Die Plus am Anfang zeigen mir eben an, dass das Zeilen sind, die hinzugefügt wurden. Also das, was er oben gesagt hat, Insertion 10 Insertions, also 10 Hinzufügungen, das sind diese 10 Plus quasi. Wenn ich was entfernt hätte, eine Zeile, wäre ein Minus dort. Können wir auch gleich ausprobieren. Also Git Log immer nachsehen, quasi wie es gerade aussieht im Repository und Git Show mit irgendeinem von diesen Hashes, um den Inhalt anzuzeigen. Wie gesagt, das ist der vollständige Hash, der ist dann immer eindeutig. Meistens reicht auch diese Kurzform. Man sieht, das ist diese Kurzform, die ihr hier hat, ist der Anfang von dem Hash. Ja? Also die ersten, was sind das, ersten 2, 4, 6, 7 Zeichen, das würde auch reichen. Also git show, diese Kurzform, macht genau dasselbe. Ja. Also das heißt, es ist nur so, das sind 7 alphanumerische Zeichen, wenn es ein riesiges Repository ist, ist es potenziell nicht mehr alleine vollständig eindeutig. In den meisten Fällen haben wir das, das ist quasi der gesamte Hash, ist sozusagen, da ist die Chance für eine Collision sehr gering. Gut. Ja, also machen wir da weiter, sagen wir Konfiguration. Wir haben gemacht git config, dann quasi Gruppe Einstellung Wert. Das heißt zum Beispiel git config Username lokal
für das aktuelle Repository. Git config global für den User Account. Sind soweit alle wieder bei mir? Also, schauen wir wieder, was unser Status sagt. Jetzt haben wir ja eine bereits existierende Datei, also eine Datei, die bereits unter Versionskontrolle steht. Git Status sagt mir jetzt, es gibt diese Datei Initialisierungstext, die ist modified. Also diese Datei ist quasi kenne ich, die ist unter Versionskontrolle. Sie ist aktuell quasi in einem anderen Zustand, als sie im Repository ist. Also sie ist quasi momentan gerade eben modifiziert. Und wie gesagt, Git ist wieder super hilfreich. Er gibt mir zwei Möglichkeiten, was ich jetzt machen könnte, potenziell mit dieser Datei. Also ich könnte sagen, Git add, um diese Änderung für einen Commit vorzubereiten. Oder ich kann Git checkout machen mit der Dateiname, um die Änderung wieder rückgängig zu machen. Okay? Also, das will ich mal gerade, also was ich jetzt natürlich machen möchte, ist natürlich die Änderung committen. Das heißt, das ist jetzt einer von den Punkten, wo Git ein bisschen anders ist als bei zum Beispiel Subversion. Wenn ich in Subversion sowas mache wie commit message, zweite Sektion. Ja, also ich mache jetzt nichts von den beiden Befehlen, die Git mir vorschlägt, sondern ich gehe direkt in den Commit. Ja, dann sagt einfach Git, okay, du hast einen Commit angefordert, aber es war nichts zu committen. Also Git commit committet nur Sachen, die ich quasi explizit dem Commit zugeordnet habe. Also solange ich hier kein Git add mache, bleibt diese Datei in ihrer modifizierten Form. Es ist jetzt kein Commit passiert. Also Git commit hatte nichts zu committen. Ich habe Git nicht gesagt, was zu committen ist. Das heißt, Git hat einfach commit nichts gemacht. Kann man auch sehen mit Git log. Es ist weiterhin nur mein ursprünglicher Commit da drinnen. Ja, das ist quasi der Unterschied, also einer der Unterschiede, wenn man von einer klassischen Versionskontrolle wie Subversion kommt. Wenn ich in Subversion sage svn commit, dann wird quasi in dem Verzeichnis, wo ich befinde und allen Unterverzeichnissen alles, was geändert ist, quasi ins Repository committed. Bei Git ist das nicht so. Bei Git kann ich quasi quasi muss ich ihm sagen, was er committen soll. Das ist im ersten Moment ein bisschen ärgerlich, weil ich quasi explizit sagen möchte, ist aber manchmal sehr hilfreich, weil ich eben sagen kann, ich speziell in der Softwareentwicklung, ich arbeite an etwas, ich tue Bugfixen. Ja? Und ich habe jetzt quasi an allen möglichen Stellen Debug-Output eingebaut oder eben was auch immer, Log oder Sachen geändert. Und ich möchte jetzt aber nur das committen, was wirklich meine Arbeit war, nicht den ganzen Kram außenrum. Das heißt, ich kann jetzt einfach wirklich gezielt die Dateien hinzufügen, deren Zustand ich quasi sichern möchte und sage dann Git commit. Wie mir Git da oben schon gesagt hat, das war da, hier in dieser Zeile, es gibt sowas wie einen Shortcut. Also ich kann dieses Verhalten, das quasi andere Repositories machen bei commit, kann ich bei Git auch machen, indem ich sage commit minus a, also sowas wie all. Also bei commit
minus a nimmt da alles, was geändert ist, einfach in den Commit rein. Also ich kann hier sagen explizit, sagen wir es nochmal, git add Initialisierung, git commit, hat er gemacht. Ja. Schreibt da gleich mal weiter. Das war commit. Das ist das Kommando, ist git commit und dann commit log, commit message oder git commit oder git commit a. Es lässt sich natürlich kombinieren, also minus a und minus m lassen sich kombinieren. Alles, was derzeit geändert ist, übernehmen. Das minus m, damit sage ich quasi, das ist die Message, die Commute Message, das ist quasi das, was im Log, wenn ich git log mache, das ist quasi die Textinformation, die zu jedem Commit dazu gefügt werden kann. Üblicherweise, also das, ich zeige es euch gleich, wenn ich kein minus m mache, dann startet git einfach den konfigurierten Konsoleneditor und dann kann ich einfach dort die Dinge eintippen. Wenn git integriert ist in eine Entwicklungsumgebung, kommt üblicherweise ein Fenster, was ist gerne Ihre Commit Log und so weiter. Also wenn man schon ein bisschen quasi in der weiterführenden Ding ist, git erlaubt mir, ein Commit-Template zu hinterlegen. Ich kann an einer gewissen Stelle in diesem Punkt-Git-Verzeichnis quasi eine Schablone, ein Template für so eine Commit-Log anlegen und das, mit dem wird dann der Editor immer gefüllt, wenn ich das Commit mache. Es ist recht praktisch, wenn ich sage, ich habe gewisse Keywörter, die drinnen vorkommen möchten, dann kann ich das machen. Also zum Beispiel bei KDE haben wir so ein Commit-Template, wo halt dann drinnen steht, quasi auskommentiert, quasi das bezieht sich auf diesen Bug oder gehört zu diesem Release und so weiter, dann kann ich das einfach in den Commit-Log reinnehmen. Ja? Die im Editor? Ja, bitteschön. Okay. Wie gesagt, git Status. Dasselbe wie vorhin, ich habe jetzt quasi diese Modifikation und jetzt möchte ich eben diesen Shortcut hier ausprobieren. Vorhin haben wir gesehen, Commit ohne irgendwas tut nichts. Commit Add, habe ich zuerst das Add gemacht und das Commit macht dann quasi den letzten Schritt. Also zuerst, ich habe den lokalen Zustand, Git Add übernimmt das in diesen Zwischenzustand und das Commit quasi gibt es dann ins Repository. Und git commit minus a, macht das. Das ist jetzt eben hier der Editor, also quasi die andere Möglichkeit, wenn ich kein minus m mache, dann fragt er mich nach einer Commit-Message. Da sage ich, keine Ahnung, das war Sektion für Commit. Ups. Ja. Ich sehe, da ist ein falscher Editor konfiguriert. Export Editor, sorry. So. Das reicht mir vollständig für Commit Logs, also da brauche ich kein Vim starten. Was hat der Add jetzt gemacht? Macht genau dasselbe wie vorher. Also Add gibt quasi das, was im lokalen Zustand ist, oder die Datei, die ich halt angebe, oder Dateien in den sozusagen Staging-Bereich und das Commit übernimmt den Staging-Bereich ins Repository. Also git add. Das war auch der Folie, die ich vorhin noch gehabt habe. Es gibt eben ein quasi unser Repository oder quasi Änderungen, die wir machen, befinden sich in einem von diesen drei Zuständen. Es gibt quasi unser Working Directory, das ist quasi die aktuelle Datei, mit der wir arbeiten. Wenn wir eben dieses add machen, dann machen wir das Staging. Also add geht quasi in diese Staging Area. Also ich bereite Sachen vor für einen Commit. Also ich kann
ich kann Git anweisen, welche Sachen im nächsten Commit drinnen sein sollen, im Git Add. Das Commit dann schiebt das quasi in das Git-Repository sozusagen, also das macht quasi persistiert oder speichert diese Änderungen quasi, die ich habe, ab. Also diesen Commit, den ich vorbereitet habe, mit Git Add mache ich eine Vorbereitung, mit Git Commit schließe ich diese Vorbereitung ab. Das Rausholen eben aus dem Repository ist ein Checkout, das haben wir noch nicht gesehen, weil wir jetzt quasi immer mit neuen Dateien gearbeitet werden. Damit kann ich quasi halt eine Version wiederherstellen, dessen Version ich gerne haben möchte. Das ist jetzt für uns nicht so wichtig, nur gesagt, es gibt in einem klassischen quasi Subversion-Kontext gibt es quasi Working Directory und Repository. Und im Git gibt es eben diese Mittelstufe hier, dieses Staging. Ich kann quasi einen Commit vorbereiten. Ich muss nicht alles auf einmal committen. Ich kann gezielt sagen, okay, diese Datei und diese Datei und diese Datei mit getrennten, ich kann auch getrennte Git-Add-Befehle machen. Also Git-Add kann beliebig oft aufgerufen werden. Jedes Add fügt quasi Singer zu dieser Staging-Area hinzu und das Commit schließt das dann ab und gibt den aktuellen Zustand der Staging-Area quasi ins Git-Repository. Ja? Wie komme ich auf meine Commit-Message wieder raus? Aus der. Okay, das hängt vom Editor ab. Also beim könnte es so sein. Beim Vim ist es quasi Escape und dann, was ist, Rufzeichen Q? Oder WQ? Genau, Rufzeichen WQ, schreiben und beenden. Genau. Sonst Steuerung X, Steuerung C hilft auch mal. Es hängt jetzt leider vom Editor ab. Sonst vielleicht einfach eine zweite Shell aufmachen und schauen, welcher Editor läuft und den dann einfach mit Kill beenden. Kill ist ein sehr nützliches Utility, kommt aus dem Vim-Package, weil man Vim sonst nicht beendet gekriegt. Also das haben die einfach Kill mitgeliefert und bei Vim auch beenden kann. Meine Theorie. Das ist einfach eine. Oh, vielleicht ist es Nano oder so. Steuerung X ist bei Nano, glaube ich, ja, genau. Escape Doppelpunkt WQ. Also deswegen, die einfache Möglichkeit ist immer mit minus M einfach ein Ding angeben, aber wenn ich einen mehrzeiligen Text habe, dann habe ich meistens den Editor. Okay. Gut. Machen wir wieder mal Git Log zwischendurch. Ja, wir sehen jetzt meine Commit History. Ich sehe hier, ich habe meinen initialen Commit, meinen zweiten Commit, den dritten Commit. Also man sieht immer, der Aufbau ist immer derselbe. Es ist quasi immer dieser Hash als Identifikation meines Commits. Und halt die entsprechende Log. Mit Git Show kann ich mir, wie gesagt, jedes dieser Dinge anschauen. Jetzt ist es so, dass man sehr oft verweist man auf den ersten Commit oder auf den davor. Jetzt muss ich nicht immer quasi mit Logs ansehen, also ich möchte mir denn quasi irgendwie so den was ansehen, sagen wir den zweiten, den letzten Commit zum Beispiel, wissen wir, ich kann sagen Git Show und diese ID hier. Ja, zeigt mir das an, was ich da gecommittet habe. Jetzt ist es halt immer ein bisschen Aufwand, immer ins Ding zu gehen, also quasi das ist logged aufzurufen. Es gibt quasi für diesen obersten Commit sozusagen, also den letzten, den ich gemacht habe, gibt es quasi eine Art symbolischen Namen. Ich kann immer sagen git show head, also head referenziert den Commit ganz oben. Ja? Und diese symbolische Benennung erlaubt mir auch, sowas wie relative Schritte zu machen. Das ist quasi Tilde und dann eine Zahl. Also in dem Fall sage ich git, bitte zeig mir vom Head ausgehend eine Version zurück. Also quasi die vor Head. Ja? Also man kann sagen git head Tilde 7, dann komme ich den siebten Commit vorher, also mein Repository ist erst drei Commits lang, das wird nicht funktionieren, aber eben
git head minus 1 show, das war eben mein zweiter Commit, den ich gemacht habe. Also diese Referenzierung von Commits. Schreiben wir gleich, werden wir gleich mal in die Doku schreiben. Referenzierung. Genau. Ich kann sagen git show und dann der Hash. Oder ich kann sagen git show head. Das ist der oberste Commit. Oberste oder letzter Commit. Oder git show head. Das ist der vorletzte Commit. Ja, also wir haben jetzt wieder natürlich wieder eine Änderung sozusagen. Jetzt ist es so, also ich habe jetzt hier diese Änderung. Sagen wir, ich bin jetzt noch nicht fertig. Was haben wir noch irgendwas gehabt, was wir gemacht haben? Kurz schauen wir kurz nach. Commit haben wir gehabt. Show. Also ich habe ja diese Änderung, und als eine dieser Sachen, die man in einem Workflow durchaus hat, ist, ich habe Änderungen in einer Datei, die nicht zusammenhängen. Ja? Also hier zum Beispiel habe ich da oben einen Tippfehler. Das heißt Einstellung, nicht Einstelling. Ja? Jetzt habe ich, wenn ich mir das anschaue, git diff, sagt mir jetzt, also git diff gibt mir quasi eben wenn ich git diff ohne weiteren Parameter aufrufe, dann zeigt mir git einfach die aktuellen Änderungen in meiner Arbeitskopie gegen die letzte Version aus dem Repository. Ich kann git diff einen dieser Hashes angeben, dann gibt er mir den diff gegen, also die Änderung gegen diesen Hash. Also git diff head tilde 1 gibt mir die Änderungen zum vorherigen Commit. Ich sehe jetzt also, ich habe in dieser Datei zwei Änderungsblöcke. Ich habe oben einen Block, da in der Zeile 10, wo ich diesen Rechtschreibfehler ausgebessert habe, und unten halt die neue Sektion über die Referenzierung. Wenn ich jetzt sage git commit minus a oder git add die Datei, dann habe ich beide diese Änderungen im selben Commit. Ja? Also dann sind die beiden Änderungen, sagen die, in derselben Version. Jetzt sauber ist es nicht. Ja? Also sauber ist es natürlich, die beiden Commits zu trennen. Also den Fix, den Teil, der quasi etwas behebt, quasi trennen von dem neuen Feature. Also die Sektion ist mein neues Feature und das andere ist ein Bugfix. Die sollte ich vermutlich nicht im selben Commit haben. Wie geht man jetzt vor? Das ist jetzt eines von den Sachen, wo mir die Git-Tools sehr zur Hilfe kommen. Ich kann nämlich Git sagen, dass ich nur einen Teil dieser Änderungen in meinen Commit haben möchte. Also wir haben schon gesagt, wenn ich mehrere Dateien habe, kann ich mit Git add sagen, welche Dateien ich hinzufügen möchte. Also welche Dateien sollen in den Staging-Bereich. Wenn ich jetzt eine Datei mit mehreren Änderungsblöcken habe, dann kann ich das trotzdem machen. Das heißt git minus, add minus p. Git add minus p. Ja.
also sogenanntes Partial Add, also teilweises hinzufügen. Also ich sage git add-p, ich kann jetzt wie immer die Datei angeben, wenn ich nichts angebe, läuft, also ich kann jetzt sagen git add-p Initialisierung, also die Datei, und sage, von dieser Datei hätte ich gerne Teile davon hin zu meiner Staging Area hinzugefügt. Also im nächsten Commit hätte ich gerne Teile davon drinnen. Wenn ich das ohne Datei mache, dann geht er einfach über alle Dateien, die Änderungen haben, drüber und fragt mich bei jeder Datei, welche Änderungen ich reinhaben möchte. Aber mach das mal nur für eine Datei. Also git add-p partial add. Ja? Jetzt geht quasi git, wenn ich das aufrufe, geht git für mich Block, Änderungsblock für Änderungsblock durch diese Datei und fragt mich, was ich damit machen möchte. Ja, er sagt mir, hier hast du das gemacht. Ja, was möchtest du damit machen? Das ist quasi halt so eine Abkürzung. Also willst du den Block drinnen haben? Yes. Willst du den Block nicht haben? No. Willst du aufhören? Quit. Und dann gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, die quasi dann zu tragen kommen, wenn ich zum Beispiel einen dieser Commit, also einen dieser Änderungsblöcke nochmal teilen möchte. Also in dem Fall ist es nur eine Zeile. Also in dem Fall sage ich mal No. Ja? Also quasi, ich möchte zuerst mein Feature committen und dann einen Bugfix. Also ich sage jetzt mal No, das hätte ich nicht gern drinnen. Okay. Der nächste Änderungsblock, genau. Faktor Stage this Hunk, also diesen Abschnitt quasi, soll das gestaged werden, also soll das in diese Staging Area hochgeladen werden? Und jetzt sage ich ja. Okay. Jetzt habe ich hier, wenn ich jetzt hier Status mache, habe ich diesen interessanten Fall, dass ich der Commit, also die Datei ist für den Commit vorgesehen, also markiert. Der erste Teil sagt dir, also Changes to be committed, also beim nächsten Commit würde quasi diese Datei committed werden und gleichzeitig steht sie hier stages, Changes not staged for commit. Also quasi die Git hat jetzt wirklich die Version der Änderungen, die ich mit Yes bestätigt habe, in der Staging Area und trotzdem das andere noch als lokalen Zustand. Also lokal habe ich den Bugfix noch drinnen, er hat die Datei nicht geändert, aber in den Commit kommt es nur diese neue Sektion. Git Commit Message Sektion Referenzierung. Man sieht hier, es sind 12 Insertions, aber keine Änderung. Also diese eine Zeile, die wir mit No quasi markiert haben, ist jetzt weiterhin noch hier. Also das ist eine noch nicht committete Änderung. Ja, also ich sehe hier, die Datei hat immer noch eine lokale Änderung. Ich habe nur einen Teil der in der Datei vorhandenen Änderungen in den Commit übernommen. Gut. Dann committen wir das nochmal, sagen wir minus a und dann sagen wir hier Rechtschreibung gefixt. Ja. Man sieht hier das erste Mal eine Änderung, wir haben bisher nur Hinzufügungen gehabt. Es ist eine Insertion und eine Deletion, also quasi die eine Zeile wurde entfernt, eine andere Zeile wurde hinzugefügt. Also quasi halt die Zeile wurde geändert. Aber man sieht es einfach quasi so, wie Git halt das versteht, ist die eine Zeile verschwunden und die andere Zeile hinzugefügt worden. Wenn man mit grafischen Tools arbeitet, die können das eben diese Änderung, die können diese Änderung besser visualisieren, die schreiben dann wirklich quasi die Zeile und markieren, welcher Teil in der Zeile sich geändert hat. Also die werten das nicht als Entfernen hinzufügen aus. Das ist quasi das Konsoleninterface, sagt einfach quasi die eine Zeile wurde entfernt, die andere wurde hinzugefügt. Aber quasi grafische Tools schreiben dann die Zeile hin, quasi mehr oder weniger, und dann tut quasi einfach das U irgendwie markieren, damit man sieht, okay, an dieser Stelle hat sich was geändert. Also das wurde quasi, dieser Buchstabe wurde modifiziert. Okay. Also schreiben wir uns das wieder auf. Das war das Partial Add. Partielles hinzufügen. Git add-p, ups.
einzelne Änderungsblöcke können gezielt zur Staging Area hinzugefügt werden oder verbleiben als lokale Änderung. Also das ist speziell beim Programmieren super hilfreich. Wie gesagt, typischer Workflow, ich habe einen Bug gefunden in der Software oder ist ein Bug reported worden. Ich habe im Rahmen des Bugfixings tonnenweise Code an allen möglichen Stellen geändert, vielleicht irgendwo quasi einen Block aufgesplittet in mehrere Zeilen, um quasi an verschiedenen Stellen Breakpoints setzen zu können oder so, oder Log-Output zu machen. Also ich habe quasi den Code geändert in einer Form, die ich nicht gerne quasi übernehmen würde, und irgendwo in diesem gesamten quasi Haufen von Änderungen, die ich im Rahmen des Bugfixings als Hilfsmaßnahme durchgefragt habe, habe ich irgendwo 5-6 Zeilen, die tatsächlich der Bugfix sind. Dann kann ich einfach sagen git add-p, quasi diese Zeilen aussuchen, habe dann immer noch den Debug-Output und so weiter drinnen. Das heißt, wenn ich einen Teil des Problems gefunden habe, kann ich danach einfach weitermachen, weil alle meine Änderungen, die ich fürs Debuggen brauche, sind noch drinnen. Aber ich habe quasi die Änderungen schon mal übernommen, die ich haben möchte. Das ist super praktisch. Also partielles Add. Ja, kurz überlegen. Genau. Er bietet mir jedes Mal an, dieses Git Checkout zu machen. Also quasi statt dem Git Add kann ich ein Git Checkout machen. Dann würde ich einfach die lokale Änderungen verwerfen. Also quasi, das ist ein bisschen so wie das Subversion Revert. Nimmt einfach alle lokalen Änderungen zu, quasi setzt die Dateien wieder in den Zustand, in dem sie im Repository sind. Das wäre Git Checkout. Damit kann ich quasi lokale Änderungen dann rückgängig machen. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich noch zeigen wollte. Jetzt fixen wir mal die Datei. Git, eine Umbenennung in Git ist Git Move. Initialisierung nach Initialisierungstext. So. Git Move. Das ist auch wieder so ein Staging-Ding, also wirklich gesagt, alle diese Änderungen, die ich in Git mache, werden immer erst gestaged, das heißt, ich kann sie immer wieder zurücknehmen, Git Status, also ich habe quasi Git mit Git Move sozusagen, Move ist verschieben, ja, und verschieben natürlich innerhalb vom selben Verzeichnis mit einem anderen Namen ist quasi einfach als Umbenennen. Also ich habe hier Git Move gemacht, die Datei mit der quasi falschen Änderung, habe jetzt die Änderung gefixt, ich sehe hier, Git Status sagt mir, die Datei hier ist umbenannt worden und ich habe auch wieder eine Änderung. Also quasi, ich habe ja hier was hinzugefügt, diesen Teil hier unten. Okay. Da muss ich natürlich jetzt die andere Datei öffnen. Also ich habe hier die Änderungen und das Move habe ich quasi ebenfalls gestaged. Also ich könnte jetzt wieder sagen, eins von den beiden, also ich könnte einfach das Move committen und dann die Änderung committen. Ich könnte es auch umgekehrt machen. Wie gesagt, Git gibt mir auch Hilfe, sagt, wenn ich dieses Umbenennen nicht machen möchte, sag bitte Git Reset Head und der Name, dann kommt das wieder aus der Stage zurück. Ja, also quasi, wir haben gesagt, wir haben die lokale Version, wir haben diese Stage Area und wir haben das Repository, und mit Add oder eben quasi das Move hat das in den Stage gemoved, in die Stage Area eingefügt, und mit Commit würden wir es übernehmen. Wenn wir es aus dem Stage wieder zurück haben möchten,
gehen wir hier, quasi sagt man hier, wenn du das renamed zurückhaben möchtest, sagst du einfach git reset head und den Dateiname und dann nimmst du die Änderung zurück. Aber ich möchte die jetzt machen, also sage ich git commit Dateiendung gefixt. Jawohl. Und dann nochmal die Änderung, die ich jetzt gab. Das war. Okay. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ja. Man sieht, ich habe zweimal dieselbe Commit-Message genommen. Das war jetzt unabsichtlich. Aber das hilft uns jetzt gleich. Git ist ja Git im Git-Repository sozusagen, speziell in diesem lokalen Fall, wenn wir eben solange wir nichts gepusht haben, also solange das nicht für andere Entwickler sichtbar geworden ist, können wir quasi alles noch machen mit dem Repository. Ja? Also zum Beispiel, wir können hergehen und diesen Commit-Log hier beheben. Also zwei Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Ja, also ich habe das jetzt committed und wenn ich das in Subversion committe, geht das ja auf den Server. In Git geht das nur ins lokale Repository. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich das jetzt beheben kann. Also eine Möglichkeit ist, den Commit wieder zurückzunehmen. Ups, ich habe was committed, was ich nicht committen wollte. Git reset head 1. Also ich sage Git, mach mir einen Reset auf die Version vor head. Ja, also Git, geh bitte zurück auf die Version, die hier mit 6c188 beginnt. Ja. Dann sagt mir Git, nach dem Reset ist diese Datei modifiziert. Ja, also ich habe quasi diesen letzten Commit, den ich vorher ganz oben hatte, der ist weg. Den habe ich rausgenommen wieder. Also Git Reset erlaubt mir quasi von oben quasi Sachen wegzuwerfen sozusagen. Also ich habe sie nicht weggeworfen. Die Änderung ist jetzt wieder lokale Änderung. Also die Änderung ist jetzt quasi aus dem Repository habe ich quasi habe das Repository zurückgesetzt und habe quasi diese Änderung, die quasi die vorher Head war, jetzt wieder als lokale Änderung. Also ich kann das jetzt gefixt committen, ich kann sagen git commit, dann war das partial commit hinzugefügt. Okay. Also git reset erlaubt mir quasi zu einer früheren Version zurückzugehen in einer Art und Weise, wo ich mir sage, ich hole mir nicht diese Version, sondern ich entferne alle Commits bis zu dieser Version und alle diese Änderungen sind einfach dann wieder lokale Änderungen. Also ich habe quasi die Möglichkeit, zum Beispiel wie ich jetzt ich habe was irrtümlich committed, dann kann ich das einfach quasi zurücknehmen. In dem Fall war nur das Commit-Log falsch, der Commit selber war in Ordnung, da hätte ich eine andere Möglichkeit noch gehabt. Dazu komme ich dann, wenn wir die Zweige machen. Aber quasi generell eben die Tatsache, dass wir lokal arbeiten, nicht an einem Server, heißt quasi, wir sind quasi diejenigen, die die Kontrolle über das Repository haben. Also es ist quasi noch nichts passiert. Ja? Also wir können quasi eben Commits zurücknehmen, wenn wir wollen. Das ist super praktisch. Erst wenn ich quasi einen Push mache, Push ist dieser Befehl, den ich ausführen würde, um von einem Client-Repository auf ein Server-Repository quasi Änderungen zu schieben, erst dann wird es quasi für andere Leute sichtbar und dann gibt es quasi gewisse Einschränkungen, was ich noch ändern darf, um die anderen Entwickler-Repositories nicht durcheinander zu bringen. Also für uns lokal hier überhaupt kein Thema. Gut, jetzt habe ich gesagt, eine andere Möglichkeit wäre gewesen, das zu beheben, und das zeige ich bei Branches, das heißt, die einfache Git-Benutzung, sozusagen im selben Zweig haben wir,
das, was Git aber so, sagen wir mal, unglaublich mächtig macht oder sehr bequem macht, sagen wir mal so, mächtig ist immer sein komischer Ausdruck im Englisch halt powerful, das übersetzt sich nicht ganz hundertprozentig ins Deutsche. Also eine sehr, sozusagen, für uns als Entwickler bequeme Möglichkeit sind eben Zweige. Zweige erlauben uns eine ganz andere Form von Workflow. Also generell ist so, wir haben quasi diese Kette von Commits, ja, und irgendwo sagen wir würden jetzt gerne quasi eine Kopie von dem anlegen, einen Zweig abspalten. Das heißt quasi, irgendwo gehen wir her, sagen quasi ein entsprechendes Zweigkommando und spalten davon ab. Und ab sofort sind quasi unsere Änderungen getrennt von den Änderungen im Hauptzweig. Das ist quasi, also Git, Checkout, minus B und dann einen Branchnamen. Sagen wir mal, wir machen das Reset-Feature. Also mit Git Checkout minus B und einem Namen weise ich Git an, zu diesem Zeitpunkt, nämlich mich befinde, einen Branch zu erzeugen mit dem Namen, den ich angegeben habe, hier Reset Feature. Man sieht, mein Prompt hat sich geändert. Also Git Checkout und ein quasi, also Git Checkout minus B erzeugt einen neuen Branch. Git Checkout ohne minus B wechselt zwischen Branches. Also um jetzt zum Master Branch zurückzuwechseln, würde ich sagen, Git Checkout Master, bin ich wieder im Master Branch, Git Checkout Reset Feature, bin ich wieder im Reset Feature. Also Git Checkout wechselt zwischen den Branches. So, das Schöne ist jetzt eben, wie gesagt, ich habe dieser Branch, ist ein lokaler Branch. Also selbst wenn ich dieses Repository geklont hätte von einem Server, wäre das nur ein lokaler Branch. Das heißt quasi, ich kann beliebig viele Branches anlegen, die ich beliebig benenne. Das sind nur für mich lokal sichtbare Zustände des Repositories. Das ist das, was mir erlaubt, in der Entwicklung für jede blödsinnige Idee, die mir gerade einfällt, das möchte ich ausprobieren, Branch machen, ausprobieren, draufkommen, das war blöd, Branch wegwerfen. Ja? Also ich kann quasi Branches benutzen, um mit Änderungen zu experimentieren, ohne in irgendeiner Form andere, die am selben Code arbeiten, zu beeinträchtigen. Grundsätzlich quasi ist es fast immer, also wenn ich nichts was Triviales ändere, so wie vorhin einen Rechtschreibfehler, mache ich fast immer einen Branch. Also quasi mein Workflow ist quasi, mich hinzusetzen, sagen Git Checkout minus B, irgendeinen Branchnamen und dann durchzuarbeiten. Und erst wenn ich mit dem Branch soweit zufrieden bin, übernehme ich die Änderungen in den Master Branch und schiebe sie aufs Repository. Also dieser mentale Kontext, den ich dabei habe, ich sage quasi, Master ist immer eine Kopie meines Upstream Repositories. Also quasi, Master ist immer in dem Zustand, in dem sich quasi das gemeinsame Repository befindet, wenn ich quasi mit anderen Leuten zusammenarbeite, was ja der Hauptfall ist. Und die Branches sind meine Sachen. Ja, also erst quasi, ich übernehme das quasi, ich gebe es nur in den Master Branch, wenn ich quasi das auch wirklich für die anderen zur Verfügung stellen möchte. Sonst arbeite ich immer in den Branch. Machen wir das mal. Der heißt Reset Feature, also schreiben wir uns das gleich mal rein hier. Reset. Das war Git Reset head da letzten Commit zurücknehmen. Änderungen des Commits werden wieder zu lokalen Änderungen.
Wir kennen den Workflow schon, also wieder nur lokale Änderungen, git commit all m reset-Sektion. Also ich habe jetzt in meinem neuen Zweig, in meinem Branch hier einfach einen Commit gemacht. Ja, der ist jetzt im Master nicht drinnen. Also ich bin jetzt hier im Git Reset Feature Branch und habe hier diesen Zustand. Wenn ich jetzt wechsle, Git Checkout Master, dann hat Git zurückgewechselt und mir jetzt die Version der Datei hergestellt, die Master Branch nennt. Das heißt quasi die Datei, die Änderung, die ich hier drinnen habe, fehlt. Ja? Also ich einfach wechsel zwischen den beiden Branches, ändert sich der Zustand meiner Dateien. Git Checkout Reset Feature. Okay. Das ist der übliche Workflow, den ich zumindest mache und auch einige Kollegen, von denen ich weiß, wie sie so arbeiten. Man macht einen Branch, arbeitet da drinnen, bis man soweit zufrieden ist und dann quasi übernimmt man die Änderungen in den Hauptbranch zurück. Machen wir mal eine zweite Änderung noch. Gehen wir hier noch dazu. Was haben wir noch gehabt? Branches anlegen, gell? Zweige. Dann haben wir Git Checkout B neuer Branch anlegen eines Zweiges neuer Branch Git Checkout Branch Name wechseln in den Branch, in den Zweig. Irgendwelche Fragen dazu? Also die Branches sind ein bisschen, man sagt, das ist ein bisschen eine so man braucht ein mentales Modell, wie man sich das vorstellt. Also, wie gesagt, üblicherweise hat man irgendwie, wenn es grafisch dargestellt wird, hat man irgendwie so quasi so eine Kette, so eine Perlenkette von Commits und an irgendeinem dieser Commits ist dann passiert quasi eine Abzweigung und dann hat dieser Zweig eine eigene Perlenkette Commits sozusagen. Also der Master Branch kann seine Commits haben und der andere Zweig ist da getrennt davon, hat einfach seine Version der Dateien. Ja. Ich mache jetzt noch was anderes. Ich gehe jetzt zurück in den Master Branch. Ups. Also, das muss ich noch committen. Commit AM Branching Checkout Master. Wie gesagt, üblicherweise, wenn ich jetzt alleine arbeite, habe ich keine Änderungen im Master. Ja? Also in Master passiert nichts, während ich jetzt in meinem Branch arbeite. In einem Kontext, wo ich mit mehreren Leuten am selben Projekt arbeite, passiert natürlich sehr wohl was. Also in dem Repository, von dem ich geklont habe, das ich mir quasi von einem Server geholt habe, ist natürlich quasi Aktivität gewesen. Die passieren alle in Master. Also wenn ich jetzt in Master Änderungen reinbekomme, dann sind sie halt nur in Master und nicht in meinem Zweig. Ich mache mal einfach mal irgendwas Neues hier. Sagen wir, machen wir einfach eine Datei Testtext. Änderung in Master. Das ist quasi nur eine Beispieldatei. Git commit Datei in Master hinzugefügt.
So, man sieht jetzt quasi diese, einer dieser Sachen, die ich in einem klassischen Repository habe, ist, ich arbeite zum Beispiel mit Subversion oder so und zwischendurch mache ich ein Update. Ich möchte gerne die Änderungen meiner Kollegen auch haben. Das Problem ist natürlich, die erzeugen potenziell Konflikte mit meiner aktuellen Datei. Ja, also ich kann Dateien, also quasi Änderungen sein, die mit meinen Dateien Konflikt erzeugen. Und dann muss ich den Konflikt beheben. Das, wenn ich jetzt in Git mit zwei Branches arbeite, lokal, kann ich sagen, der Master Branch ist immer konfliktfrei, weil ich habe dort ja keine Änderungen drinnen, der hat keine Änderungen von mir, der hat nur die Remote-Änderungen, also die Änderungen der Kollegen. Mein Branch ist davon quasi nicht betroffen. Und ich kann zwischendurch versuchen, den Master Branch, quasi die Änderungen des Master Branches in meinen Branch zu übernehmen. Wenn das einen Konflikt erzeugt, kann ich dieses Zusammenführen abbrechen. Das ist das Schöne in Git. Ich kann, wenn ich einen Konflikt erzeuge, diesen Konflikt sozusagen verschieben zu einem späteren Zeitpunkt. Ich muss ihn irgendwann einmal beheben, aber ich muss es jetzt nicht jetzt machen. Es quasi erlaubt mir zu sagen, okay, schauen wir mal, was die Kollegen gemacht haben. Dann kommt auf, das erzeugt mir jetzt einen Konflikt, interessiert mich gerade nicht, abbrechen und den Konflikt sehe ich mir später an. Also jetzt haben wir noch keinen Konflikt. Also ich demonstriere mal das Übernehmen dieser Änderung. Und zwar ist es sogar das, gibt es mehrere Strategien, das zu machen. Üblicherweise macht man sogar das Rebase. Ja. Git Rebase sagt, ich habe meine Perlenkette von Änderungen und hier im Master sind einer basiert. Und Rebase sagt quasi, nimm meinen Zweig, häng ihn aus, geh dorthin, wo jetzt Master ist und häng ihn wieder ein. Das habe ich hier von der Grafik auch, damit man sich das besser vorstellen kann. Also ich habe irgendwo, ist mein Repository im Zustand C2. Ja, das ist quasi einfach der Master Branch. Ich erzeuge jetzt meinen Arbeitsbranch mit git checkout -b some work. Ja, also habe ich mir zwei Commits in meinem Branch sind da drinnen. Währenddessen ist am Master Branch ebenfalls zwei Commits passiert, die Commits M1 und M2. Okay? Dann kann ich sagen, Rebase bedeutet, ich nehme meine Änderungen, die in diesem some work Branch sind, ja, quasi koppel sie aus, dann ändere ich die Basis meines Branches auf den aktuellen Master Branch, also M2, und dann nehme ich meine Änderungen wieder oben drauf. Also Rebase ist sowas wie, wenn ich alle Commits, die ich in meinen Zweig habe, zurücknehme, dann quasi einen neuen Branch erzeuge von der derzeitigen Version von Master und meine Commits wieder oben drauf spiele. Das ist super praktisch, also quasi meine Commits sind immer ganz oben in meinem Zweig. Das ist quasi, ich habe einfach meine Basis unten weg initialisiert. Und üblicherweise ist genau das der Workflow, wenn ich so einen Zweig jetzt in den Master hinüber übernehmen würde, dann mache ich zuerst ein Rebase, also ich übernehme alle Änderungen, die in Master passiert sind, in meinem Branch, kann dabei Konflikte lösen, wenn ich möchte, und wenn ich dann das Merge mache, also Merge, also Zusammenführen von meinem Branch wieder zurück in den Master, habe ich keine Konflikte mehr oder halt potenziell keine, weil ich ja gerade alle Konflikte gelöst habe. Also Rebase, Merge. Also ich sage in meinem Branch, ja, ich bin in meinem Branch, sage ich Rebase, Master, also bitte auf Master rebasen. Dann sagt er, First Rewinding Head, ja, so quasi, er geht meine Commits, nimmt er weg, holt sich den aktuellen Zustand vom Master und dann fügt er meine Commits wieder hinzu. Ja, also er geht wirklich so vor, dass er sagt, die Änderungen, die ich habe, werden quasi entfernt, dann wird der Branch neu erzeugt vom aktuellen Master und dann werden meine Commits wieder angewandt. Jetzt ist mein Zustand hier, mein Feature Branch, hat jetzt diese Änderung aus Master ebenfalls drin, Git Log. Ja. Ich sehe hier, Datei in Master ist jetzt unter meinen beiden Commits. Ja, quasi mein Branch beginnt jetzt über diese Änderung in Master. Ja. Und jetzt weiß ich, dass quasi diese beiden Commits quasi horizontal rüberwandern können in Master, ohne Konflikt zu verursachen. Also wenn ich jetzt sage, in Master bin, Checkout Master, kann ich sagen, Git Merge Reset Feature.
Ja, und er hat mir einfach die Änderungen, die ich jetzt im Reset Feature Branch habe, übernommen in den Master Branch, ohne dass irgendwas passiert ist, weil ich vorher dieses Rebase gemacht habe. Also die Vorgehensweise, um Änderungen aus einem Branch oder um einen gesamten Branch quasi zurückzuführen in den Master, ist, den Branch quasi zu rebasen, dass er über Master ist, und dann führe ich ihn einfach mit Merge hinüber. Ja, wir haben jetzt hier die Datei. Dann sagen wir Arbeitszweig vollständig übernehmen. Erster Schritt, erstens Arbeitszweig aktualisieren. Git Git Checkout Arbeitszweig Git Rebase Master. Dann zweitens Arbeitszweig nach Master überführen. Git Checkout Master. Git Merge Arbeitszweig. Das ist trotzdem wenn du das Rebase nicht machst, dann wird trotzdem das Merge ausgeführt. Dann versucht er quasi, dass die beiden Änderungen eben sagen zeitrichtig in den anderen Branch reinzuschieben. Wenn du das hast, würde er versuchen, also wenn du sagst, das Rebase auslassen würdest, wenn du sagst, du gehst von diesem Zustand und machst ein Git Merge, dann würde er versuchen, eben das W1 und das W2 unter M1 und M2 reinzuschieben, sozusagen. Das geht natürlich schwer, wenn das der Master Branch ist, der schon am Repository ist. Genau. Aber Git wird das machen. Er wird es quasi rein. Das könnte funktionieren. Genau. Es funktioniert. Also jetzt waren wir konfliktfrei. Es würde auf jeden Fall funktionieren. Das ist so, wenn du das dann pusht, erzeugst du eine Version des Repositories, die mit den Repositories der anderen Entwickler nicht mehr so übereinstimmen. Wenn die dann quasi updaten, kriegen die vielleicht Schwierigkeiten. Also das wird normales vermieden, wenn man also quasi immer das Rebasen und dann quasi oben drauf nehmen. So wie man quasi einfach in Master gearbeitet hätte. Dass ich in einen eigenen Zweig gearbeitet habe, war quasi mein persönliches Geheimnis. Ja? Also quasi, ich habe ganz offiziell nur in Master gearbeitet, ja? Und zufällig als letzter committed. Ja? Also quasi einer der üblichen Git-Workflows ist, ich beginne mit irgendwas, sei es Bugfixing, sei es ein neues Feature, was auch immer. Quasi ich hole meinen Master auf aktuellen Stand, meistens eben, nämlich sei Git, quasi hole mir das von, also ein Git-Pull mache, hole mir das vom Server, und dann mache ich als erstes einen Branch, einen Arbeitsbranch für mich. Und in dem arbeite ich, tue ihn vielleicht hin und wieder aktualisieren über dieses Rebase, und ganz am Schluss mache ich auf jeden Fall ein Rebase und dann mache ich ein Merge. Und das Rebase erlaubt mir nämlich abzubrechen. Das Rebase ist dieser Teil, der den Konflikt verursachen kann. Ja? Ich möchte jetzt so kurz zeigen, wie das ist. Also ich werde jetzt mal versuchen, einen Konflikt zu erzeugen. Git Checkout Branch Conflict Branch. Im Conflict Branch fixen wir das jetzt da. Git commit all header gefixt. Also was ich hier jetzt gemacht habe, ich habe einen neuen Branch erzeugt. Ja? Also hier, Git Checkout, habe einen neuen Branch erzeugt. In diesem Branch habe ich jetzt eine Änderung gemacht in einer Zeile. Ja, also habe die ist gleichzeitig am Ende dieser Header-Sektion hinzugemacht und das committed.
Ja? Jetzt produziere ich einen Konflikt, Checkout Master, indem ich jetzt in Master eine ähnliche Änderung mache. Also in Master. Na? No? Oh. Wo ist meine Änderung? Sollte ich nicht im Master haben? Ich habe ja Rebase gemacht, oder? Okay. Keine Ahnung, die Änderung gar nicht da. Typischer Vorführeffekt. Git Merge Conflict Branch. So. Gut, machen wir es umgekehrt. Git commit conflict checkout. Git checkout conflict branch. Git commit. Gut, also es ist so, in Master habe ich jetzt quasi die ist gleichzeitig gelöscht und in meinem Branch habe ich die ist gleichzeitig durch Ampersands ersetzt. Das heißt, das ist eine Änderung quasi in derselben Zeile, das ist ein Konflikt. Ja? Also quasi ich habe jetzt in Master eine Änderung, die nicht quasi mit dieser Änderung irgendwie einher geht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Rebase mache, erwarte ich einen Konflikt. Git Rebase Master. Ja. Und dann sagt mir Git, Merge Conflict in Initialisierungstext. Fail to merge in changes, bla 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 und so weiter. Und er sagt mir jetzt eben, ich kann den Konflikt auflösen. Also wenn ich sage git status, sagt er mir eben unmerged paths. Das sind also Dateien, die eben im Rebase sagen nicht, die eben einen Konflikt verursacht haben. Ich sehe das auch hier im Prompt. Ich bin im Branch in einer quasi Rebase Phase. Und in der Datei sieht das so aus. Also er hat mir beide quasi Änderungen in der Datei übernommen und mir das zeigt er mir an. Das oben, das ist quasi das, was aus dem Master kommt, und das unten ist das, was ich hier lokal habe. Das ist eben der Konflikt, den ich hier habe. Jetzt könnte ich den Konflikt lösen, also ich kann einfach diese Zeilen so löschen, wie ich das gerne hätte. Also ich kann jetzt sagen, die Master-Version ist die richtige oder meine Version ist die richtige. Sobald ich das fertig habe, kann ich eben das hinzufügen und sagen, der Konflikt ist behoben. Aber das, was ich eben vorhin schon kurz angedeutet habe, ich kann sagen, ach, jetzt brauche ich den Konflikt gerade wirklich nicht. Dann sage ich einfach git rebase abort. Ja, und ich bin wieder auf meiner Version. Ja, also quasi ich kann das Rebase abbrechen. Das ist einfach dieser schöne Arbeitsablauf. Ich arbeite in meinem Branch. Am Master passieren Änderungen meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich kann jetzt zwischendurch ein Rebase machen und mir diese Änderungen in meinen Zweig reinholen. Aber sollte irgendwo ein Konflikt auftreten, kann ich mich entscheiden, jetzt nicht mit der Konfliktlösung beschäftigen zu müssen. Ich sage einfach git rebase abort, Sache erledigt, Rebase ist abgebrochen, die Änderungen von den Kollegen bleiben im Master, mein Branch bleibt unbeeinträchtigt. Sache erledigt. Ja, also ich kann, das ist das Schöne an seinem lokalen Branch, der hilft mir zu sagen, ich kann regulär oder einfach wenn ich möchte, Änderungen meiner Kollegen übernehmen. Wenn quasi die gerade Konflikt verursachen, dann übernehme ich sie nicht. Dann mache ich einen Abort und sage, okay, darum kümmere ich mich später, ich will jetzt bei meinem Feature weitermachen. Wie gesagt, falls ich das fixen möchte, mache ich wieder Rebase
bekomme ich diesen Konflikt und dann sage ich, okay, ja, mein Ding ist blöd, ich übernehme das, was Master hat. Sage also quasi, ändere die Datei, sodass sie keine mehr von diesen Konfliktmarkern hat. Sage dann git add die Datei und sage dann git rebase continue. Aha, habe ich noch nicht gemacht, git Initialisierungstext. Git rebase continue. Git rebase continue. Gut, keine Ahnung, lässt er mich gerade nicht, habe ich irgendwas übersehen. Git rebase abgebrochen. Also das ist so eine von diesen Sachen, die das Branching eben in Git sehr schön machen, sehr bequem machen. Ich arbeite, sagen, unangetastet in meinem Branch. Wenn ich Änderungen übernehmen möchte, tue ich das. Wenn die Änderungen zufällig Konflikt verursachen, muss ich mich jetzt nicht mit der Konfliktlösung herumschlagen. Ich sage dann einfach quasi abort, Sache erledigt. Ja? Dieser Branch von zuerst, dieses Reset-Feature, den gibt es noch immer. Den gibt es noch immer, ja genau. Der ist auf dem damaligen Stand, genau. Also dieser wenn ich Git Branch mache, steigt da mal alle meine Branches. Also ich habe den Master, aktuell ist gerade der Conflict Branch, der Reset Feature Branch existiert weiterhin in genau dem Zustand, in dem ich ihn verlassen habe. Genau. Dann kann man wegschmeißen, genau. Also kann sagen Git Branch Delete Reset Feature, dann ist er weg. Das ist quasi, ich kann ihn belassen oder wegwerfen, genau, je nachdem wie ich ihn gebrauche. Also es ist eben so, dass durchaus, also wenn ich quasi, sagen wir, ich arbeite in einem größeren Projekt, jetzt sei es beruflich oder KD oder so, kann das durchaus sein, ich arbeite irgendein Feature. Ja, und ich weiß, da brauche ich keine 2 Wochen dafür, dann habe ich einen Feature-Branch und ich kann jederzeit trotzdem wieder vom aktuellen Master weitere Branches erzeugen, um zum Beispiel einen Bug zu fixen oder so weiter. Einfach mein Feature-Branch existiert einfach, genau, so lange, wie ich ihn haben möchte. Ja. Schauen wir nochmal, git checkout branch, jetzt würde ich gerne sagen, so, rebase demo git, das haben wir gesagt, merge rebase abort, quasi das geht mit git abort, rebase abort. Wenn ein Rebase einen Konflikt verursacht, aber man gerade diesen nicht beheben möchte, kann man das Rebase einfach abbrechen. Commit das jetzt schnell. Git commit am rebase abort. Also ich habe jetzt ich habe einen neuen Branch und da habe ich einen Commit drinnen, der nicht im Master ist. Ich kann vielleicht noch einen zweiten Commit machen. Zweige löschen, git branch, delete Zweigname, löschen, wenn Zweigname vollständig im aktuellen Branch enthalten.
Also es gibt einfach zwei Möglichkeiten, einen Branch zu löschen. Bei minus d, das ist sozusagen die sichere Variante, minus klein d, da sieht quasi Git nach, gibt es irgendwelche Änderungen in diesem Zweig, die nicht im aktuellen Zweig sind. Also das werde ich zum Beispiel, ich merge aus Master, dann weiß, ich merge in Master, das heißt, ich weiß, alle Änderungen sind drinnen, dann kann ich ihn löschen. Falls ich quasi Änderungen drinnen habe, die nicht gemerged noch sind, dann würden wir Git den Branch nicht löschen, sondern sagen, du hast da Änderungen drinnen, die nicht in Master sind oder nicht im Zielbranch. Überdenk das bitte, dann kannst du aber mit groß minus d, kannst du das quasi erzwingen. Also Branch minus d, löscht den Branch auf jeden Fall. Also dann ist ihm egal, ob da noch Änderungen drinnen sind, die sonst nirgends mehr sind. Ich committe das nur schnell noch. Commit branch delete. So. Also mein aktueller Branch sieht jetzt so aus. Wir wissen, das ist quasi der ich habe zwei Commits in meinem Branch, die nicht in Master sind. Mein üblicher Vorgang jetzt wäre, also wenn ich das jetzt mergen würde, würde ich sagen git rebase master und dann halt quasi eventuelle Konflikte lösen, dann in Master übergehen, sagen git merge von diesem Branch, den ich hier habe. Also git merge, wie auch immer der Branch heißt, git merge rebase demo. Was ich jetzt aber zeigen möchte, ist quasi eine Variante vom Rebase, die super praktisch ist. Und zwar das sogenannte Interactive Rebase. Git rebase, wir wissen jetzt quasi, ich würde sagen git rebase master. Ja? Also ich würde das machen, bevor ich merge, mache ich ein rebase auf master, um eben etwaige Konflikte dann zu lösen, bevor ich den master die Sachen übernehme. Hier kann ich noch schön quasi den Konflikt eben, also nur das abbrechen und so weiter, wenn ich ihn gerade nicht machen möchte, wie wir gesehen haben. Also git rebase master ist, was ich machen würde. Ich kann jetzt aber dem Rebase einen zusätzlichen Ding geben, einen zusätzlichen Parameter i für interactive, kann ich auch schreiben, minus minus interactive, Rebase i. Und dann passiert Folgendes. Der sagt mir jetzt, okay, ich habe hier drei Commits, die relativ zum Master neu sind. Und ich kann jetzt quasi mit diesen Commits Sachen machen. Er gibt mir unten eine Möglichkeit, was ich damit machen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, pick, das ist der Standardfall, das ist einfach der Commit, so wie er in meinem Branch ist, wird quasi in diesen neuen rebaseden Branch übernommen. Ich kann sagen, revert. Revert, super praktisch, wenn ich revert statt pick schreibe, bekomme ich dann, wenn das rebase durchläuft, bekomme ich an dieser Stelle die Möglichkeit, die Commit-Message zu ändern. Ich kann sagen, drop, ich kann auch den Commit einfach entfernen. Also wenn ich eine Zeile hier oben entferne, dann wird der Commit nicht, dann ist der Commit weg. Also ich kann den Commit aus meiner Liste rausnehmen. Ich kann sagen edit, dann kann ich theoretisch den Commit nochmal editieren. Das macht man eher selten. Also die hauptsächlichen Sachen, die man hier macht, sind, also entweder pick so belassen, wie es ist, revert für das Änderung des quasi Commit-Logs oder Squash oder Fix-Up, ich kann Commits, die vorher einzeln waren, in einen Commit zusammenfassen. Das ist super praktisch. Wie gesagt, ich arbeite bei einem Branch und mache viele Commits. Ja, ich mache das und ich mache das und ich mache das. Und das, was ich eigentlich gerne im Master hätte, ist das Gesamtpaket als ein Commit oder zwei Commits. Dann kann ich alle Commits zusammengehören, sagen, eben in dasselbe zusammenführen. Ich zeige das mal einfach kurz. Also wir machen hier mal ein Revert. Okay? Ach. Okay. Git rebase abort. Dieser blöde Konflikt, den wollen wir nicht. Git rebase Interactive Master. Ja, und den Konflikt killen wir jetzt mal, den lösche ich. So. Git log,
der ist weg. Ja? Also vorher hatte ich noch diesen Konflikt 2 Commit, der ist jetzt weg. Ich habe einen Commit weggeworfen. Ja? Der hat mich gestört, der war ohnehin mehr Ärger als quasi Nutzen. Ich habe quasi einfach die Zeile beim Rebase, beim interaktiven Rebase die Zeile gelöscht und der Commit ist weg. Eben interaktives Rebase erlaubt mir Revert zu machen. Ja? Statt Pick sage ich Revert. Ich beende den Editor und dann kann ich hier einfach das Commit-Log ändern. Anderes Commit-Log. Oder andere Commit-Log-Message. Ja. Habe ich die Commit-Log-Message von dem Commit geändert? Ja. Ich kann Commits zusammenführen. Ja. Das ist auch super praktisch. Speziell wenn man drauf kommt, ich habe mich irgendwo vertippt. Also ich habe irgendwo einen Tippfehler oder so. Was war das? Ich habe hier das Rebase Abort und hier das Branch Delete. Ich füge einfach jetzt hier noch was dazu. Ich sage jetzt hier mal Rebase Abort. Genau. Ansonsten Rebase, Konflikt lösen, Konflikt lösen und mit git rebase continue weitermachen. So, jetzt habe ich quasi, wenn ich mir das anschaue, diff, ich habe jetzt eine zusätzliche Information hier zum Rebase Abort gemacht, okay? Und ich committe das ganz normal. Git commit all message Rebase Abort erweitert. Git Rebase Interactive Master. Also ich habe jetzt eben einen weiteren, ich habe jetzt hier eine bin drauf gekommen, ich habe noch was vergessen, ich schreibe das noch dazu, habe jetzt 3 Commits. Das ist jetzt quasi, wenn ich das so in den Master übernehme, sieht jeder meine 3 Commits. Also die Kolleginnen und Kollegen werden sich dann quasi über mich amüsieren, warum hast du es vergessen? Jeder hätte gewusst, dass es da reingehört. Das machen wir nicht. Ich gehe jetzt her und sage, ich habe jetzt diese Zeile verschoben. Ja? Also ich habe die Zeile, die vorher mein dritter Commit war, zum zweiten Commit gemacht. Ja? Also ich habe jetzt quasi diese Änderung quasi vorgeschoben. Schau mal, ob das funktioniert. Ach, Mist. Immer gefährlich, wenn man in derselben Datei arbeitet. Git add git rebase continue. So, also jetzt habe ich diese Reihenfolge geändert. Also ich habe jetzt das Report Abort kommt jetzt direkt nach dem anderen Commit. Und ich kann jetzt im Rebase Interactive kann ich das jetzt zusammenführen. Ich kann jetzt sagen Squash oder Fixup, je nachdem. Also Squash und Fixup verhalten sich sehr ähnlich. Das heißt quasi, der Commit, der mit Squash oder mit Fixup markiert ist, wird in den Commit darüber quasi hineingenommen. Also quasi hier übernehme ich diesen Rebase Abort, erweitern übernehme ich in den Rebase Abort. Der wird quasi eins, die werden zusammen kombiniert in einen Commit. Bei Squash bekomme ich beide Commit-Logs. Bei Fixup, also wir sehen hier drüben, es gibt Squash und Fixup. Bei Fixup übernimmt er einfach nur den Commit-Log des ersten Eintrags.
Also Squash gibt mir beide Commit-Logs, FixUp übernimmt nur den ersten Commit-Log. Ja, man sieht hier beide Commit-Logs, kann ich natürlich auch so rauslöschen. Ja. Jetzt habe ich hier diesen einen Commit nur mehr. Also ich kann quasi die, mit Rebase, interaktivem Rebase kann ich die, ich kann Commits wegwerfen, einfach die Zeile löschen. Ich kann die Reihenfolge von Commits ändern, solange das nicht irgendwie Konflikte erzeugt, wie bei mir gerade. Oder ich kann auch quasi Commits zusammenführen. Und das ist eben super praktisch. Man beginnt irgendwas, ich mache irgendwie, hab neue Dateien in meinem Projekt, committe die schon mal, dann mache ich bei irgendwelchen Dateien weiter, komme ich drauf, da brauche ich auch noch was, neue Funktion in einer Klasse oder so. Dann kann ich die neue Funktion in der neuen Klasse eigenen Commit machen, mit dem vorherigen Commit quasi als FixUp mergen oder mit Squash. Und quasi ich kann quasi zwei oder drei Commits quasi wachsen lassen. Ja. Also ich mit diesem interaktiven Rebase erlaubt es mir unheimlich viele Sachen nachträglich noch zu ändern. Deswegen, ja. Wenn die Änderung zuerst schon mal aus Repo gepusht hat, ja, und die Sachen zum Beispiel Squash oder verändern und wieder pusht, übernimmt es dann das Repo? So, gute Frage. Also was passiert, wenn ich die Änderungen schon gepusht habe, dann mit interaktivem Rebase die Änderungen, also quasi also andere, also Reihenfolge ändere, was squashen du, dann nochmal pushe, dann ja, sagen wir es mal so. Das ist eine Änderung, das muss das Repository erlauben, das Remote-Repository. Das ist quasi ein, weil man eben quasi die History ändert und das ist sozusagen das Force-Push. Normales Push macht das gar nicht, sagt einfach quasi, du würdest das ändern, dann kannst du sagen git push minus minus force und da hängt es davon ab, ob das quasi für den jeweiligen Benutzer erlaubt ist. Wenn du jetzt ein Repository hast, gibt es quasi zwei, drei Leute, die das dürfen, weil quasi dann müssen alle anderen quasi neu klonen, weil das ihre Ding nicht mehr übereinstimmt. Genau. Aber ja, das würde er machen. Genau. Okay. Ja, Zweige. Also wie gesagt, die Branches sind ein bisschen kompliziert, verstehe ich. Also vor allem dieses Rebasen und so. Aber das ist, da kann man super schön getrennt arbeiten. Das ist etwas, was ich total bei anderen Repositories vermisse. Also selbst bei Mercurial kann man lokal keine Branches machen. Der hat sowas wie eine Patch Queue. Das ist so ähnlich, quasi auch hat nicht die Bequemheit von einem lokalen Branch. Eben völlig getrennt zu arbeiten, einen quasi Konflikt, eine Konfliktresolution abbrechen zu dürfen mit Abort, Commits zur Reihenfolge zu ändern, Commits zusammenzuführen und so weiter. Solange ich in meinem Branch bin, bin ich super unabhängig von dem, was sonst wo passiert. Da bin ich quasi der Herr meiner Änderungen sozusagen. Also solange ich das nicht quasi nach Master gemerged und gepusht habe, kann ich alles machen. Also quasi kann ich eben die Geschichte ändern, sagen wir mal, das History Rewriting. Also quasi nur weil es so drinnen stand, heißt nicht, dass es weiterhin so drinnen stehen muss. Genau. Ja. Gibt es vielleicht sonst irgendwelche Fragen oder so, bis jetzt? Die wichtigste Message, die ich versuche bei so einem Workshop zu transportieren, ist, Die Befehle, die man immer braucht, so wie Add und Commit, sind eigentlich ziemlich einfach. Man muss sich nur mal dieses Modell mit diesen drei Stufen quasi verinnerlicht haben, dass man diese Staging Area hat zwischen der Working Copy und dem Repository. Und das, was eben das Zweite ist, dass man eben mit Git quasi immer alles lokal machen kann, auch wenn man aus einem Server, auch wenn man quasi üblicherweise mit einem Server-Repository arbeitet. Man hat einfach lokal alle Möglichkeiten zur Verfügung, inklusive Branches. Und das ist einfach, das macht Git so eine angenehme Technologie, auch dann, wenn man zum Beispiel mit Subversion arbeitet, wie ich schon gesagt habe, Git SVN, einen Branch oder Subversion in ein lokales Git-Verzeichnis auszuchecken und dann lokal mit Git-Interface zu arbeiten. Das ist quasi einfach 100:1. Das ist einfach echt eine enorme Erleichterung, wenn man mal diesen Workflow gewohnt ist. Ja. Gut. Ich sehe, wir haben noch 10 Minuten. Können wir das bitte auch aufschreiben? Ja, das, klar, gute Idee.
Das war das Interactive Rebase war es, gell? Interactive Rebase, interaktives Rebase. Ungefähr. Ich werde die Datei dann, die da rauskommt, natürlich ins System hochladen. Die ist dann beim Vortrag, kann man die runterladen. Also, Also interaktives Rebase ist so richtig so das ist echt quasi ein bisschen, wie man sagt, das Schweizer Taschenmesser, weil quasi eben ich kann mit den Commits in meinen Zweig machen, was ich möchte. Also ich kann das theoretisch auch machen innerhalb eines Zweiges, sagen git rebase-i und dann eine andere Revision angeben, also einen anderen Hash und auf das beziehen, aber ich beziehe mich quasi immer auf Master. Ich wechsle vom Master, ich erzeuge vom Master einen Branch, arbeite dort und rebase immer zwischendurch auf Master. Und kann eben, also bekomme halt neue Änderungen rein, beziehungsweise wenn Master keine Änderungen hat, kann ich trotzdem eben alles mit meinen Commits machen. Eben Commits entfernen, Commits ändern, Commits umordnen und so weiter. Das ist super praktisch. Ja. Ist mir noch was eingefallen? Git Checkout Rebase Demo. Füge ich noch hinzu. Cherry Picking. Einzelne Commits zwischen Zweigen aus zwischen Zweigen tauschen. Zweigen teilen. Git Checkout Ziel Branch. Git cherry pick hash des gewünschten Commits. Also manchmal ist es so, ich habe einen Arbeitsbranch und ich habe da drinnen Änderungen gemacht und ich bin noch nicht fertig, aber ein paar von den Änderungen kann ich schon übernehmen. Also ein Merge wäre so viel. Ein Merge würde mir den gesamten Zweig nach Master übernehmen und das möchte ich noch nicht. Ich möchte einzelne Änderungen da rausholen quasi und in den Master übernehmen. Das nennt man Cherry Picking. Ich glaube, im Deutschen würde man sagen, sich die Rosinen rauspicken quasi. Also die im Englischen halt quasi sich die Kirschen rauspicken. Das geht relativ einfach. Also ich committe das jetzt mal. Git commit. Message, this should be cherry picked. Okay. Das habe ich hier, das ist quasi dieser Hash hier, identifiziert diesen Commit. Und den möchte ich jetzt in Master haben. Also ich kann jetzt hier nicht ein Merge machen, weil das die einzige Änderung drin ist, aber eben git cherry pick und diese Revision. Und dann hat er einfach quasi aus dem Branch, wo auch immer das ist einem Git völlig egal, in welchem Branch es ist, hat er einfach diesen Commit in den aktuellen Branch übernommen. Also ich kann einfach aus einem anderen Branch einen Commit oder eine Anzahl von Commits, kann quasi dann mehrere Hashes angeben, die werden dann einfach in meinen Branch hineingeholt. Also ein bisschen sowas wie ein partielles Merge, wenn man das mal so ganz grob sagt, ich hole mir mit Cherry-Picking quasi einzelne Commits aus einem anderen Branch in meinen aktuellen Branch. Das kann eben auch super praktisch sein für gewisse Sachen. Also ich habe einen längeren Entwicklungszweig, ich weiß, das und das und das ist völlig unkritisch, das kann ich schon übernehmen, dann kann ich mir die in den Master Cherry-Picken und
auf Master dann quasi schon weiterverarbeiten, den Kollegen zur Verfügung stellen über Push und kann dann einfach, also habe trotzdem meinen Branch noch intakt und mein Branch, wenn ich dann rebase, werden einfach quasi, ändert sich einfach die Reihenfolge der Commits. Also die Sachen, die gecherrypicked wurden, sind dann einfach unten. Also Cherrypicking, manchmal super praktisch. Okay. Ja. So, jetzt bin ich leider nicht mehr zum Ding gekommen. Also wie gesagt, generell ist es natürlich so, ich habe jetzt habe ich hier ein lokales Repository gehabt. Generell wird kann ein Repository, wie gesagt, jedes dieser Git-Repository ist vollständig. Ich kann Git-Repository einfach zum Beispiel zippen. Ja, also das gesamte Verzeichnis, also das .git-Verzeichnis reicht theoretisch. Und an jemand anderen schicken, dann hat der genau denselben Zustand des Repositories wie ich. Dann kann der einfach damit arbeiten und dann können wir auch quasi gegenseitig uns Commits schicken. Idealerweise haben wir natürlich so etwas wie einen gemeinsamen Zugriff, ein gemeinsames Verzeichnis zum Beispiel. Also auf derselben Maschine könnte ich einfach einen gemeinsamen Ordner anlegen und dort das Repository hingeben und beide klonen von dort. Dann haben sie quasi wirklich wie einen Zugriff auf einen Server, ihr lokales Repository, das gemeinsame Repository und jeder hat seine eigene Kopie davon. Was man eben machen kann, wenn man jetzt nicht gemeinsamen Zugriff auf irgendwas hat, also nicht kein GitHub-Repository und so weiter, ist Git Format Patch. Sagen wir mal head. Ja, also Git Format Patch und dann gebe ich eine Revision an im aktuellen Zweig. Also hier sage ich wieder head tilde 1, also der vorherige Commit, der vorletzte, und dann erzeugt mir Git so Dateien. Also er quasi jeder Commit, der in diesem Set drinnen ist. Also das ist im Fall nur der aktuelle. Wenn ich sage git head minus 2, macht er 2. Also vom vorvorletzten Commit. Ja. Der erzeugt mir Dateien, die in der Reihenfolge nummeriert sind, wie sie in meinem Repository sind. Also wir sehen hier, das rebase abort patch kommt vor dem this should be cherrypicked patch. Und diese Datei, so eine Datei ist eine ganz normale Textdatei. Also quasi. Ja. Dieser Patch ist quasi wirklich der vollständige Commit. Ja? Also das ist ein Format, in dem, das sieht ein bisschen wie E-Mail aus, das könnte direkt per E-Mail verschickt werden. Das kommt aus der Linux-Kernel-Entwicklung, weil die diskutieren ihre Patches immer in E-Mails. Also ich kann quasi das direkt als E-Mail versenden. Ich kann es natürlich auch irgendwo als Attachment anhängen oder hochladen, sonst irgendwas. Das enthält alle Informationen des Patches. Das ist wirklich der vollständige Commit. Man sieht, ich habe der Name steht drinnen, also wer das ist. Also das ist quasi Kevin Grammer, Kevin at Linux.at, also die Konfiguration des Users. Der Commit-Log ist das Subject. Beziehungsweise wenn ich mehr Zeilen Commit-Log habe, dann steht das noch hier oben. Das ist die gesamte Änderung quasi, die ich gemacht habe, ist da drinnen. Wenn ich neue Dateien hinzufüge, sind die da auch drinnen. Also ich kann wirklich so einen Commit vollständig als Datei extrahieren, an jemanden schicken. Und dieser andere jemand könnte das dann einfach mit git am und zu einem Patch-Namen in sein aktuelles Verzeichnis, in seinen aktuellen Branch übernehmen. Also git format patch erzeugt mir seine Datei, git am nimmt mir den Patch wieder zurück. Kann ich natürlich auch selber machen, einfach mir quasi einen Patch sichern in einer Datei. Ganz praktisch manchmal, wenn man irgendwo ich habe eine Maschine, wo ich quasi mir Sachen auf USB-Stick kopieren kann oder vielleicht irgendwo in ein Webinterface hochladen kann, Pastebin oder so, wo ich nur Text hochladen kann, aber ich hätte gern ein Git-Patch ausgetauscht, dann mache ich Git-Format-Patch, erzeuge mir eine Textversion des Commits, lade die hoch, geht auf den anderen Computer, lade mir die Datei runter, sag git-am und füge es zu meinen anderen Repositorien hinzu. Wie gesagt, das ist mehr so die rudimentäre Form des Austausches. Üblicherweise hat man ein Git-Repository geklont, also man sagt git
Clone und das andere Repository. Lokal wäre es einfach ein Bab-Type-Pfad, sonst ist es halt quasi über SSH oder HTTPS einfach ein Verzeichnis klonen. Also wenn man GitHub oder so benutzt, dann ist es quasi immer die Art und Weise, mit der man Git startet. Also das Git-Repository schon von woanders her holen. Okay, fürchte, meine Zeit ist um. Gibt es noch irgendwas? Irgendwelche Fragen? Sonst hoffe ich, bin zum Schluss nicht zu schnell geworden. Ich habe leider die Tendenz, immer bei den komplizierten Sachen nicht so langsam zu sein oder dass es Leute noch verstehen. aber ja, nicht langsam genug zu sein oder nicht vorsichtig genug zu sein. Sonst, ja, viel Spaß bei einem anderen Workshop noch oder morgen bei den Vorträgen.